Recht herzlich willkommen zur Folge 215 von Simotrans. Ja, wir sind hier drin im Spiel. Letztes Mal habe ich gesagt, ich baue hier noch eine Linie hin. Wir müssen also zusehen. Warte mal, machen wir mal gerade erst hier auf. Monat und Gewinn sehen wir hier. Wir müssen noch eine 500.000 pro Monat plus machen. Rundweg, damit wir nicht pleite gehen. So, und das ist unsere Aufgabe jetzt. Machen wir gerade die Häuser kleiner, damit ich besser die Straße sehen kann. Und ich glaube, wir zoomen da mal auch ein bisschen rein, oder? Na, das war einen zu viel, glaube ich, so ist schon okay. So, dann müssen wir gucken, dass wir hier Verbindungen hinkriegen. Ich denke mal, diese Bushaltestelle und hier rüber. Ist die Frage, wo wir hier langfahren. Ich würde jetzt fast sagen, diese Straße gerade durchziehen. Und zwar... Ja, fangen wir erstmal an. Umreißen ist jetzt nicht vielleicht die beste Idee, ne? Aber wir können mal definitiv hier eine Bushaltestelle hinbauen, oder? Denke ich mal. Und dann fahren wir hier rüber. Dann machen wir hier noch eine Verbindung hin. Geht das so? Ja, wunderbar. Und das auch. Dann müssen wir da gerade eine Straße rumbauen, dass der Bus da auch langfahren kann. Das wird ja sowieso mit der Zeit eine Stadtstraße, denke ich. Und die haben wir. Dann denke ich mal, machen wir hier eine hin. Das ist schon okay so. Und gehen dann hier rüber. Hier eine. Und auf jeden Fall das Stadion mitnehmen. Da eine. Ach so, der fährt dann hier den Bogen rum. Wir müssten dann hier eine Änderung reinbringen, denke ich mal. Da eine. Und da unten haben wir eine Haltestelle. Das heißt, wir müssen dann noch ein Haus abreißen. Weil den Bogen soll er mal besser nicht fahren da, oder? Ach, ist eigentlich auch egal, glaube ich. Hier oben holen wir unseren Bus raus. Machen einen Fahrplan. Und der fährt los. Ich glaube, hier am Bahnhof fährt er los. Darüber. 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 Dorthin. 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 Dann wieder zurück. So. Es gibt eine neue Linie. Und zwar Stadtbus Mainz Linie. Da ist ein Tippfehler schon dran. Linie 2 war das, glaube ich, ne? Okay. Und starten. Fährt er jetzt die Linie auch? Das ist die nächste Frage. Ja. Gut. Können wir mal gerade gucken, was Linie 1 macht. Das ist dieser hier gerade, oder? Den haben wir jetzt nicht erreicht. Jetzt habe ich ihn. Der fährt 50 Gewinn ein. Und wo ist der zweite von denen? Ich glaube, das ist der. Und der fährt 40 Minus ein. Alles klar, super. Das hat ja geklappt. Okay, die tauschen sich dann über den Zug aus. Das wird schon alles gut sein. Okay, hier oben wäre noch... angebracht, eine Linie mehr zu haben, oder? Eine Bushaltestelle mehr zu haben. Hier sind ja relativ viele Häuser. Machen wir das doch mal so. Da decken wir auch alles mit ab. Und diese müssen wir jetzt noch eingliedern, die Linie. Welcher Bus fährt denn hier lang? Stadtbus Lindau, Linie 4. Das heißt, wir müssen da die Linienverwaltung aufrufen. Das ist die. Natürlich auch nicht gerade ideal hier, sieht man schon. Linie 4. Mainz Land. Von wo ist denn Mainz Land? Hier ist Mainz Land, ist nur einmal drin. Er kommt von Südsiedlung. Das ist hier und fährt dann nach Mainz Land rüber und fährt dann nach Mainz Neben. Dann müssen wir das hier bei Neben einfügen. Lass den mal noch da mit vorbeifahren. Und dann geht's da weiter. Passt.
Gut, zu. Gucken wir weiter. Hier sind das Haltestellen und ich will hoffen, dass die auch alle abgedeckt sind. Ja, hier ist schon zu überlegen, auch eine Bushaltestelle hinzumachen. Die wäre natürlich an der Stelle, ne? Oder von der Seite. Ist sie an der Stelle. Nimmt aber nicht ganz viele Häuser mit. Lassen wir mal erstmal offen. So, was macht Itzehoe? Das ist hier lang, glaube ich, ne? Da ist es auch schon. Das sieht so gut aus. Ich glaube, das ist auch alles abgedeckt. Größtenteils, sagen wir mal so. Der Doppeldecker fährt hier 33 ein. Frankfurt ist dann hier rechts ein bisschen weiter, oder? Ja. So, wer fährt hier überhaupt? Ich glaube, hier fährt gar keiner, ne? Nein, hier ist keine Linie. Jetzt stellt sich die Frage, ob hier überhaupt ein Zug lang fährt. Nee, Personen fahren hier keine lang. Personenbus gibt's hier nicht. Die Infrastruktur ist da. Was machen wir da? Hier gibt's nur zwei Bushaltestellen. Da und da. Das würde den Stadtwachstum natürlich auch gut tun, ne? Nach da. Falsche Taste. Wenn, dann wäre es nach Lindau anzuschließen, ne? Ne, Gelsenkirchen ist das hier unten sogar. Da müsste ich mit einem Bus darüber gondeln, aber ich bin mir nicht sicher, ob das finanziell sich rechnen würde. Ich glaube eher nicht. Ne, das lassen wir mal dann. So, welche Stadt gibt es dann hier oben? Ah, hier sieht es schon so aus, als ob wir hier auf jeden Fall was machen können. Hier fährt wahrscheinlich noch nicht mal ein Bus mehr. Den haben wir ja runtergenommen, genau so ist es. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen was machen. Ja. Bushaltestellen erstmal pflanzen, oder? Da muss eine Straße weg. Da kommt die dann hin. Gut. Und da auch noch. Ach, da ist da unten eine Straße, die muss auch weg. Und dann die Haltestelle dahin, das passt. So. Hier müssten wir ganz viel wegreißen. Die passt. In Anführungsstrichen, ne? Ah, die müsste dahin. Würde ich jetzt auch favorisieren. Hier noch eine hin. Und auf jeden Fall hier einen Durchgang machen. Ah, die lassen wir jetzt mal da. Eine Linie, zwei Linien. Und die holt sich das von da. Und die nehmen wir noch mit. Gut, und dann hier hoch. Wäre hier ideal eine. Ah, da ist natürlich genau die Straße im Weg. Was machen wir dann da? Ja, dann fährt er da halt kurz rein. Und da ist die dritte Linie. Okay. Gibt's hier ein Häuschen? In Schwerin gibt's keine. Potsdam oder so ist die nächste wahrscheinlich hier. Da ist es, Darmstadt. Gut. Okay, dann Fahrplan erstellen. Vom Rathaus geht die Straße hier lang. Und wieder zurück bis zum Rathaus. Das neue Linie ist der Stadtbus Schwerin. Wie war das? SW? Oder SN? Ne, SN war das, ne? Linie 1. Gut, und starten wir. Zweite ist Fahrplan.
Der fährt hier los. Fährt da vorbei. Da vorbei. Zurück dorthin. Da. Da. Dort. Jetzt lass mal gerade gucken. Gibt es hier irgendwo was? Aha, guck mal, da hinten gibt es noch eine Bushaltestelle. Und die könnte man dann vielleicht von Potsdam da oben, oder ist das da oben, anfahren. Potsdam, genau. Da, und machen wir auch noch dahin, weil da auch noch ein paar Häuser drumherum sind. Das ist ja auch schon mal was. So. Dann da wieder hin. Den fahre ich aber nicht mehr mit ab, sondern hier zurück und dann zum Rathaus. Ne, zur Tankstelle dann wieder zurück. Okay. Das ist eine neue Linie. Stadtbus, Schwerin, Linie 2. Gut. Fertig. Und Start. Und der dritte ist dann neuer Fahrplan. Fährt von hier los. Nach dort, nach dort, nach dort. Gibt es da irgendwo was in der Nähe? Nein. Also wieder zurück. Und startet da unten. Stadtbus Schwerin. Linie 3 ist das. Fertig. Starten. Das war's da erstmal. So, hier haben wir schon mal 450 plus. Der Doppelbeckerbus bei der Mainzer zweiten Linie, das ist doch prima. Wo kommen jetzt die Autos hergefahren, die Busse hergefahren, die hier hin sollen? Sehe ich nicht. Doch, da unten ist schon einer. Nicht erwischt. Jetzt erwischt. Gut, der ist zu. Das heißt, die kommen hier irgendwo hergefahren, da muss ja irgendwo auch der zweite sein. Ich denke, das ist er hier, genau. Und der dritte. Wo fährt der lang? Hier oben ist er das? Ja. So, da haben wir die Schweriner Busse. Okay, der erste kriegt gerade die erste Bushaltestelle am Rathaus. Passiert aber nichts. Naja, muss ja nicht gleich sofort was passieren, oder? Besser wär's. Gut. Noch kein Fahrgast eingestiegen, ganz schlecht. So, was haben wir hier? Potsdam. Fährt in Potsdam irgendeine Linie? Ich glaube nicht, ne? Nein. Das heißt, hier muss auch was gemacht werden. Das sieht doch hier schon mal schick aus, oder? Und da gibt's auch noch eine. Das gefällt mir schon mal. Gut, hier gibt's noch eine. Und da auch noch eine. Das ist die Querstrecke dann. Und der Austausch findet dann da statt. Und auf dem Weg können wir dann hier noch einen mitnehmen, genau. Das ist gut. Dann haben wir hier noch eine Bushaltestelle. Das ist auch gut so. Aber hier, und das geht nicht wegen dem da. Dann überschneiden wir halt etwas. Und da. Und der kann ja noch da reinfahren. Potsdam, da oben ist Darmstadt. Vielleicht sollten wir da eine Verbindung aufbauen. Ich denke mal so, oder? Gut. Okay, das bedeutet, wir brauchen wieder da einen. Den, und der fährt dann los. Gehen wir mal besser vom Rathaus aus los, denke ich mal. Er fährt von da. Neue Linie, ne? Fahrplan. Fährt vom Rathaus los. Fährt da lang. Da lang, da lang, zurück, 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 da lang, da lang, da lang.
zurück. Fertig. Stadtbus. Oh, Potsdam. Ja, weiß ich auch nicht auswendig. Potsdam, wie wird das sein? Ich mach mal PD, aber das ist nicht richtig, glaube ich nicht. Ist jetzt aber auch egal. 1. 2. Und starten. Nächste. Fahrplan. So, die waren schon alle angeschlossen. Das heißt, wir haben hier noch einen. Fährt da, 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 da. Und dann fährt er hier den Schlenker rein. Ne, machen wir nicht weg. Das hatten wir ja anders gedacht. Transfer weg. Und Rathaus kann... Ne, Potsdam H kann auch weg. Und Rathaus kann dann auch nochmal weg, weil das ist die normale Linie. Neue Linie. Stadtbus. Potsdam. Linie 2. Passt. Und starten. Und dann haben wir noch eine dritte Linie. Fahrplan ist dann hier. Dort. 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 Und dort. Zurück. 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 Neue Linie. Linie 14. Stadtbus. Linie 3. Ja, ja, Stadtbus Linie 3. Aber wo? In Potsdam. Gut. Passt. Starten. Gut, haben wir. Erste kommt schon hier. Richtig, ist aber Linie 2. Das heißt, Linie 1 fährt schon. Habe ich den schon offen oder was? Ha? Wieder einen falschen erwischt hier. Wieso? Ich hab den doch noch nicht offen, oder? Okay, egal. Linienverwaltung. Ne, Potsdam da unten. Das ist der erste Bus. Das ist der zweite Bus. Und das ist der dritte Bus. Okay, haben wir. Fahren wunderbar. So, 187 minus 164, 152. Okay, das tut sich noch nichts Gutes, eher Schlechtes. Wir haben schon 77.000 Euro Miese. Was macht's hier? Monat. Anklicken. Okay, wir hatten aber 312.000. Das war ja schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir natürlich investiert wieder, Fahrzeuge. Aber ich weiß gar nicht, ob das damit reinfließt. Aber spielt jetzt erstmal gar keine dicke Rolle. Und wir müssen erst gucken, dass das was wird. Hier sieht's aus. Aber ich weiß gar nicht, ob hier ein Bus fährt. Das müssen wir erstmal gucken, ne? Stadtbus Darmstadt fährt da. Okay. Und wie sieht's in Dresden aus? Dresden ist unser bestversorgtester Glaube, ne? Ja, die fahren richtig plus ein. Hier oben fehlt's noch an einer... paar Bushaltestellen. Das haben wir mal hier alles abgerissen und richtig gebaut, ne? Ich glaube, das machen wir jetzt aber nicht. Dafür reicht's Geld in dem Sinne nicht. Ist hier unten runter die Dingens? Ich glaube ja, ne? Hm.
Ja, Zentrum hat die U-Bahn darunter. Also richtig ist die Bushaltestelle nicht. Aber das ist, glaube ich, die zweite, die da unten runter ist, ne? Kann das sein? Nee, doch nicht. Ich glaube, die Kirche ist es, ne? Oder? Schwer zu beurteilen, wer da mit wem verbunden ist. Dresden Zentral ist das. Das heißt, die ist woanders. Okay, Escape, Steuerung U, so, sind wir wieder oben. Gut, müssen wir uns das einfallen lassen. Aber hier möchte ich jetzt gerade nicht graben, weil ich dann Straßen umbauen müsste. Das würde zu teuer werden. Ich müsste hier eine Straße durchziehen, damit es passt. Gut, okay, lassen wir. Nächste Stadt. Was machen wir mit Darmstadt? Da fährt ein Bus, aber... da ist er ja. Lass uns mal gerade gucken, was er fährt. Okay, der fährt plus ein. Das ist die Frage an den Bushaltestellen, ne? 42 Passagiere. 34 Passagiere. 34 Passagiere. Der war wahrscheinlich voll, ne? Er da drin, ne? Naja, nicht wirklich. Dann lass den mal fahren. Da sind 16 Passagiere, wo er gerade war. Jetzt fährt er da wieder vor. Nee, der reine reicht. Na, hier sieht es natürlich extrem aus. Über Köln-Ostsiedlung Flughafen wollen die hin. Und die Frage, wie sie da hinkommen. Wahrscheinlich mit dem Zug. Da kommt auch gerade der Zug. 3952. Okay, da sind wir hier eingestiegen und aber auch ausgestiegen. Oh, der fährt. Wie fährt der denn dann, bitteschön? Dresden, Darmstadt, Ludwigshafen. Ach, da fährt gar keiner nach Köln raus. Beziehungsweise der fährt nicht nach Köln raus. Das hier der Kölner. Darmstadt, Köln, okay. Der fährt miese ein, auch super, ne? Jetzt kommt er hier hin. Und 4170. Fährt jetzt aber... doch. Okay, der holt die Passagiere ab, ist dann aber auch voll. Ist die Frage, ob da ein zweiter Zug sinnig wäre, ne? Oder ein längerer. Zeig mir mal den nochmal an. Den machen wir hier unten hin. So, wie sieht's aus? Das ist Potsdam. Potsdam ist jetzt gerade wieder Minusgeschäft, während hier eher ein Plusgeschäft ist, oder? Also mal gucken. Ja. Okay, ich denke mal, wir haben erstmal wieder ein Stück weitergemacht. Wie sieht's mit den Finanzen gerade aus? Ja, das ist jetzt gerade wieder bei ziemlich viel Minus. Der Monat ist mittig ungefähr. Schwierig. Okay, aber ich würde sagen, für die Folge soll es wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.